schönen guten Sommertag. Da ist wieder die Ruth Paschilje-Pose, dein Coach für mehr Lebensqualität. Kannst du dich erinnern, gestern habe ich gefragt oder dich gebeten, mal hinzuschauen, wahrzunehmen, was dir bei anderen auffällt. Es sein könnte, dass da irgendwelche Anzeichen sind für einen Burnout, die sie reinlaufen. Es gibt keine klaren Linien. Ich möchte dich aber jetzt fragen, was ist dir bei wem aufgefallen? Was hast du dir notiert? Ist diese Person plötzlich so sarkastisch? Hat immer so ganz komische Witze auf Lager? Empfindet das Team, die Leute um sich herum, alle für blöd? Vollidioten, die einfach nichts können, nichts wissen, immer alles falsch verstehen? Kann es sein, dass der Mensch, den du beobachtet hast, sich körperlich verändert hat? Dass er zum Beispiel zugenommen hat oder dass er abgenommen hat? Dass er plötzlich so auf Gesundheitstrips ist, so zum Beispiel Essen, Sport? Oder dass er plötzlich ständig krank ist oder Unfall hat, so immer wiederholt, vielleicht sogar in den letzten Jahren. Weil Unfall heißt ja eigentlich für deinen Körper, hey, leg dich hin, ruh dich aus, denke nach. Was ist dir sonst vielleicht an ihm noch aufgefallen? Was mir immer auffällt, wenn es Menschen nicht so gut geht, und übrigens die Sonne, da kommt immer so die Wolken, die blenden mich. Was mir immer so auffällt, ist, dass die Leute so schlampig werden mit sich selbst. Also sie gehen nicht mehr zum Friseur, den Männern wachsen überall Haare aus allen irgendwelchen Löchern, sorry, wenn ich das so sage, ungepflegt. Sie keine Achtung mehr schenken für sich. Ist dir vielleicht so etwas aufgefallen? Ist dir vielleicht aufgefallen, dass plötzlich irgendwelche Suchtverhalten vorhanden sind? Und dazu sage ich dir klar, Rauchen, ich habe auch mal geraucht. Und wenn ich was tue, tue ich es richtig. Echt, ich habe ganz viel geraucht. Und habe dann aber festgestellt, wie ich aufgehört habe, dass es oft war, weil ich zum Beispiel Hunger hatte, dass ich geraucht habe. Meistens aber war es so, anstatt dass ich dem anderen gesagt hatte, dass er mich nervt, habe ich eins geraucht, runtergeraucht, das ganze Geschichte. Was auch oft vorkommt, ist Alkohol. Und glaub mir, die würden nie zugeben, dass sie ein Alkoholproblem haben. Und da gibt es dann die AA oder die Al-Anon. Das ist dann auf einem anderen Kapitel. Das heißt, da werde ich mal ein bisschen näher in einem späteren Zeitpunkt drauf eingehen. Ist dir vielleicht noch aufgefallen, dass da irgendwelche Drogen im Spiel sein könnten? Also Kokain ist heute noch hip. Ich sage dann immer, es schneit mitten im Sommer. Und diese Menschen, die anfangen zum Beispiel Kokain zu nehmen, die sind dann so unten, man kann sie sehen, wie so apathisch und dann gehen sie zur Toilette, kommen zurück und dann, wow, und dann geht alles und da. Ist dir vielleicht so irgendetwas aufgefallen? Könnte es sein, dass in der Familie, wenn es bei dir in der Familie ist oder den Menschen, den du beobachtet hast, dass da nur noch Streit herrscht? Also laut oder leise, man kann sich auch totschweigen, man nervt sich nur noch, man trennt sich oder ja, vielleicht redet man drüber, vielleicht redet man nicht. Und das sind so ganz diffuse Sachen. Und diffus meine ich damit, dass zum Beispiel wir oft sagen, ja, das geht mich nichts an. Doch, es geht dich was an, weil, wie ich schon erklärt habe, diese Energien, die schwappen auf dich über. Wenn du irgendwo reinkommst und da ist irgendwas im Gange, dann merkst du das. Du wirst ganz vorsichtig und du nimmst alles wahr und dann denkst du, ah, ich gehe wieder. Genauso nimmst du gute Energien wahr. Und wenn du das Gefühl hast, dass du schlechte Energien um dich herum, die du ja nicht ändern kannst, die du wahrnimmst,
Das ist wie so eine Lebenskarte, das geht immer wieder. Und wenn du sagst, es geht mich nichts an, dann ist das wie mit der Zahnpastatube, die du dich täglich nervst. Ich sage dann immer, ich habe meine, du hast deine, ich drücke hier, du drückst oben. Aber nicht nichts sagen. Oder jemand, der immer zu spät kommt, zum Beispiel, und dich das nervt. Du machst dich so klein, wenn du dir sagst, das geht mich nichts an. Was kann ich jetzt dagegen tun? Okay. Ich möchte sagen, sei du selbst. Das sei du selbst heißt nicht, dass du besser sein musst oder etwas anders machen musst. Es geht um die Energie, die du hast, die du bist, die du sein solltest. Weil über 90% von allen deinen Gedanken, deine Emotionen, was um dich geht, kannst du nicht ändern, sind nicht deins. Also ändere das, was du ändern kannst, unternimm etwas. Mein Vorschlag ist, es gibt da so ein, wenn es zum Beispiel jetzt in der Firma ist, es gibt da so ein Personality Poker. Das sind so kleine Karten, das ist ein Spiel, das geht 2, 3 Stunden. Und da kann man zum Beispiel lernen, indem man es auch spürt, wenn ich jemand sagen will, du bist gewissenhaft. Das gewissenhaft kann ja positiv oder negativ sein. Wie sage ich jemandem, wenn ich das Gefühl habe, ist in Schweizer, dort sagt man schon Tüpfelschießer. Das heißt, jemand ist päpstlicher als der Papst. Er muss immer alles ganz genau nehmen. Wie sage ich ihm das, ohne ihn zu verletzen? Weil wenn ich komme und sage, du bist, das ist nicht ganz das Wahre. Dieses Spiel zum Beispiel, da komme ich vorbei, das spiele ich mit euch in der Gruppe, in der Firma. Dann gibt es auch anderes, in der Sprache liegt die Kraft. Da kann man zusammen lernen, wie sage ich es. Das einfachste Beispiel, das ich immer dazu gebe, ist, wenn dich irgendjemand fragt, wie geht es dir? Meistens sagst du, ja, gut, danke, aber ich bin im Stress. Wie kann ich das anders sagen? Ich kann sagen, herzlichen Dank für deine Nachfrage, ich habe zu tun, wir sehen uns. Ist es in der Familie? Da gibt es das Paar-Date, dass man sich wirklich als Paar zusammentut, einmal die Woche zum Beispiel. In der Familienrat, da mache ich zum Beispiel jetzt dann im Oktober einen Vortrag im Kanton Aargau. Da kann man sich bestimmt auch dazu tun, komme aber selbstverständlich auch bei euch vorbei. Wie mache ich einen Familienrat, dass man eben genau solche Dinge mit der Zahnpastatube, oder du kommst immer zu spät, oder warum liegt eben immer dieser Schulranzen genau in der Ecke und ich habe doch tausendmal gesagt, du sollst es nicht machen? Oder das dämliche Kinderzimmer. Da frage ich dann immer, hat es eine Türe, dieses Kinderzimmer? Schon, oder? Zumachen, nicht schauen. Das kann man als Mutter manchmal nicht so. Dann gibt es ganz klare Möglichkeiten. Time Management. Ich komme an Teamsitzungen zum Beispiel. Eine Standpunktanalyse machen, warum das im Team eben nicht geht. Weil da ich sage nicht ein fauler Apfel ist, aber weil Menschen falsche Vorstellungen haben. Also falsche Vorstellungen irgendwo etwas einen Label gegeben haben, weil sie denken, ah, ist ja das vielleicht auch passiert jetzt beim Beobachten? Aha, ja, der ist halt so und so. Ah, die ist halt blond, darum ist er so. Ah, das ist so ein kleiner, darum ist er so. Ah, das ist halt wegen dem und dem. Musst du alles einen Label verpassen oder hast du das gar gemacht? Da gibt es so wunderbare 10 Schlüssel. Und die 10 Schlüssel würde ich dir gerne zeigen, wie das geht. Und wenn du das jetzt haben möchtest, wie du wissen möchtest, wie das funktioniert, melde dich zu einer Barsbehandlung an oder hier unten mit dem Link kannst du dir dein ganz persönliches Gespräch über dein Thema kostenlos anmelden. Und ich freue mich auf dich, ich freue mich auf euch und es geht weiter. Werde jetzt dann über die Wochentage darauf eingehen, wie man wo was verändern kann, was vielleicht für dich hilfreich sein kann, für deine Familie, für dein Team und ganz bestimmt für dich persönlich.
Und bis dahin, jetzt kommt da wieder so ein Lastwagen, da wird gebaut. Ich hoffe, du baust heute ein bisschen weiter. Versuch mal dich zu beobachten, was du alles so Veränderungen gemacht hast in den letzten Zeiten. Und bis morgen wieder. Ich wünsche einen ganzen wunderschönen Tag und tschüss, genieß den Tag. Es scheint die Sonne hier in Zürich. Bye bye.